So, liebe Community, ich mal wieder ganz alleine und auch ganz alleine unterwegs, ohne die Mai. Die liegt immer noch richtig flach, hat zwar jetzt keinen Schüttelfrost und Fieber mehr, aber immer noch total angeschlagen, schlapp. Es geht ihr ganz langsam wieder besser. Und ich soll auch vielen, vielen Dank ausrichten. Ich habe alle Genesungswünsche, alle Kommentare an sie natürlich weitergeleitet. Hat sie sich natürlich sehr gefreut. Habe sie versucht, ein bisschen zu überreden, wenigstens in diesem Intro hier von dem Video. Kurz Hallo, aber ihr wisst ja, wie Frauen sind, wenn die sich nicht wohlfühlen und dann auch nicht hübsch fühlen, dann wollen die nicht vor die Kamera. Und das muss man respektieren. Ich bin mal wieder alleine unterwegs, habe Sorgen gemacht und jetzt geht's hier gleich nochmal zum Markt. Brauchen Obst, Gemüse, Eier. Mit ihr dieses Wochenende auf kein neues Video von uns verzichten müsste. Ich habe natürlich in den letzten Wochen fleißig gefilmt und nicht wundern, das Video, was ihr jetzt seht, ist ungefähr zwei Wochen alt. Da haben wir einen richtig coolen Ausflug quasi an den River, an den Mekong gemacht und haben da eine richtig schöne, coole, was mir wirklich gut gefallen hat, Location für euch ausgescheckt. Ja, das ist so ein bisschen notdürftig diesmal geschnitten. Ihr kennt das ja eigentlich, dass ich da noch irgendwelche Preise, was das gekostet hat, noch in Thaibad einblende und in, also ich sag's in Lao Kip, also wenn euch das wirklich interessiert, was es so umgerechnet gekostet hat, das müsst ihr euch dann selber mal im Wechselkurs durchspielen. Also da bitte ich um Verständnis, da ich so ein bisschen gerade halt trotzdem meinen Job nachgehen muss. Also das Putzen und das Kochen übernehmen muss und dann noch für die Mai so ein bisschen männliche Krankenschwester spielen muss, ist der Videocut so ein bisschen eingeschränkt gewesen. Also da bitte ich um Verständnis. Beim nächsten Mal gelobe ich wieder Besserung. Und ja, wie gesagt, ganz liebe Grüße von der Mai. Gerne wie immer Daumen für uns nach oben da lassen, da freue ich mich, da freut sich die Mai, da freuen wir uns beide. Und ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal Tschüss, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Peace, ich bin raus. Ciao. Hello, Tilak. Heute machen wir einen großen Mekong-Ausflug. Wir holen quasi unser Geburtstags- oder unseren, lustig, meinen Geburtstagsausflug nach hier. Drüben auf der Straßenseite ist gleich der River, der Mekong. Da es noch nachmittags sehr heiß ist, haben wir uns hier ein gemütliches Café gesucht. Ganz altes Kaffeehaus hier, direkt am Fluss. Hier gibt es richtig leckere Sachen, Leute. Guck mal hier, ganz lustig, in dem Tisch ganz viele unterschiedliche Kaffeebohnen. Ja, Coffee Beans verarbeitet. Ja, coole Idee. Hier kann man noch lecker essen und gar nicht so teuer. Auch sehr viel europäisches Essen. Ja. Wenn ihr mal guckt, hier Spaghetti Carbonara, 90.000 Kip. Omelette hatte ich gesehen für 50.000. Gibt es auch Burger. Zum Essen sind wir nicht hier, trinken hier eine Kleinigkeit und hier gibt es so viele geile, unterschiedliche Kaffee-Kreationen. Guck mal hier, alles in grün. Glaube ich Tee, genau. Ah, Eistee, Cappuccino, Green Tea. Ganz viele unterschiedliche Mixgeschichten. Guck mal, es kommt schon. Meine Kreation. Das ist ein Blaubeersmoothie. Der da kostet 55.000 Kip. Sieht gut aus, wird auch gut schmecken. Ja. Auch hier frisch gepressten Saft. Ja. Sieht schon sehr gut aus. So. Mais-Schokobombe, Chocolate-Bombe. Ist auch rangekommen. You can try. Ja. Banana. Ja, so sieht das hier aus. Schöner, gemütlicher alter Laden. Gibt es auch ganz viel Kuchen. Hier gibt es auch die ganzen Kaffeesorten und Teesorten. Ja. Schöne Location. Und es dudelt mal keine Musik. Ist das mal herrlich. Mein Gesicht auch nochmal, bevor es gleich rausgeht. Aber ich denke mal, wir werden hier so ein Stündchen gemütlich sitzen. Die Speise, die Karte durchschnorren, bis ich es ein bisschen abgekühlt habe.
schmeckt wie flüssiger Eis. Same taste liquid ice cream. Oh, geil, geil. Oh, geil. Have to try it. You tell me? Oh. Here, try for me, Tilak. You can try. No, here, go outside. Okay, no. You can walk here and then go to the river. Here, same, here, here. Jimmy. Okay. Dude, I think here. After market. Guckt einer über die Grenze. Ein bisschen was von der Berliner Mauer. Ja. Ja. Genau. Not this, that side. Ja. Hier so eine kleine Sumpflandschaft. Dahinter startet der Mekong. Ja, und die Bäume, die ihr da drüben seht, das ist schon wieder Festland. Das ist Teil von Nong Khai, Thailand. Thailand. Schon mal von gehört? You ever been in Thailand? No. No? You can go in the future. Holiday. Okay. So, hier ist so ein großer Nachtmarkt. Wir haben es ja leider erst um 16 Uhr. Aber wie ihr hier seht, hier wird gerade gebaut. Ich denke mal so, in einer Stunde geht das los. So. Mai kann in der Zeit noch ein bisschen spielen hier. Little girl, you can play. Ja. Wir sitzen hier schon wieder, weil noch ein bisschen heiß und die Stände öffnen gerade. Mai geht da gleich ein bisschen shoppen und Hunger. Guckt mal hier. Leckeres Cordon Bleu vom, mit Hähnchen, Kartoffeln, Soße und, ja Leute, ich konnte es nicht ändern, circa 2 Kilogramm Gemüse kriege ich schon runter. Lecker, lecker. Ja, und falls ihr gerade hier in der Gegend seid und ja, Hunger habt, könnt vorbeikommen. So, jetzt wird aber gegessen. Ready. So, mein Essen ist jetzt auch da. Ja, ein bisschen versetzt, aber wir haben auch unterschiedlich bestellt. Ich habe schon fertig bestellt und dann hat sich es nochmal überlegt. Was gibt es hier Leckeres? Ich finde, das sieht aus wie so ein bisschen Gulasch. Ist auf jeden Fall Rindfleisch drin. Ja, Paprika, Zwiebeln. Mm, schöne Soße. Ja. This food in Thailand also the same here. But with this is don't have. Normal rice, not with this. Yeah, this is a little bit rice with tomato. Yes. Mm. Yeah. I want that you try. Für mich sieht das aus wie Gulasch.
Maybe specially for you. It's yummy. It's yummy, okay. Preise blenden wir euch natürlich auch ein, was das hier gekostet hat. Also wie ihr seht, hier so ein bisschen, okay. Die Location, sehr gut besucht. Aber ja, super leckere Getränke, das Essen bisher richtig lecker. Und Preise sind auch super in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, dass das hier mitten im Turi-Hotspot ist, direkt am Mekong River. Boah.